Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich begrüße euch. Hi, hi, hi Leute, was geht? Alles fit bei euch? Wir befinden uns heute wieder hier. Es heilt heute ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl, oder? Hört ihr das? Hört man das, Leute? Nee, aber ihr seht es wahrscheinlich schon an meinem Inventar. Ich habe in der Zwischenzeit zwischen den Aufnahmen jetzt einmal meine Picken repariert und hier, deswegen sind da auch die Schalgerkisten. Bei den Villagern habe ich im Prinzip all unser Zuckerrohr, was wir hatten, was jetzt noch über war, vertradet und deswegen ist hier jetzt auch alles leer. Davon habe ich direkt meine kleine Timelapse gemacht, weil ich mal gucken wollte, wie das so ist. Kann ich euch hier gerne mal kurz einblenden. Habe ich auch andere gute Informationen heute, denn ich bin heute wieder mit Replay-Mod hier online. Ich habe auch, das muss ich euch auch beichten, berichten, was auch immer, ich habe in der Zwischenzeit hier auf der Welt, ich wollte was machen. Man kann Screenshots machen mit einem Programm, das heißt Chunky, Leute, und das sind so richtig 3D-mäßige Screenshots und das habe ich versucht. Und leider gibt es da irgendwelche, ich weiß nicht welche, leider gibt es da irgendwelche Komplikationen mit der Welt hier. Irgendwie erkennt das Programm keinen einzigen Chunk, der irgendwie geladen ist von der Welt. Keine Ahnung, warum das so ist. Bisher konnte ich es leider noch nicht fixen und deswegen, wie gesagt, ich habe mit der Welt ein bisschen rumgespielt. Ich hoffe wirklich, ich bete zu Gott, dass ich hier nichts gelöscht habe und nichts irgendwie passiert ist, was, naja, nicht so vorteilhaft für die Welt wäre. Aber ich habe eigentlich meistens alles mit Kopien gemacht. Aber falls uns was auffällt, dann wissen wir wenigstens, warum. Ich bete wirklich, dass da nicht viel passiert ist, so. Ich hatte mein Vorstellungsgespräch. Lief, Alter, Leute, ich habe mir, also für mein erstes Vorstellungsgespräch war das, glaube ich, eine 1 plus mit dreifachem Sternchen. Ich bin da heute hingegangen mit meiner Oma und meinem Opa, die haben mich da hingefahren. Dann musste ich erstmal, das war die erste Komplikation, das erste, wo ich mir gedacht habe, oh fuck, wie soll ich das nur schaffen? Ich musste mir den Fahrstuhl freischalten lassen von der Bedienung, die dort saß, von der Chauffeurin, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Und der halt erklären, yo, ich habe hier Bewerbungs- oder Vorstellungsgespräch, können Sie mir mal bitte den Fahrstuhl freischalten, es steht hier und ich hatte die E-Mail zum Glück auch als Ausdruck dabei. So schön war es gar nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Bin da hingegangen, habe das alles so gesagt und dann hat sie mir das auch aufgeschlossen, bin hochgefahren und dann war das Problem. Zeitlich habe ich irgendwas da richtig, also wirklich so richtig, richtig verschätzt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich war eine halbe Stunde zu früh da. Also mit einer halben Stunde meine ich wirklich, ich war 30 Minuten zu früh da. 30 Minuten, wisst ihr, es gibt dieses so 10-15 Minuten Schema, wenn du früher da bist, was gut ist, ne, ist keine Frage. Ist super, wenn du da so ein bisschen früher da bist, findet, glaube ich, auch jeder gut, der dich irgendwie als, der dich irgendwie in einen Job einstellen will. Aber eine halbe Stunde ist dann doch schon wieder echt fucking viel. Bin ich da hingegangen und glücklicherweise saßen vorne direkt bei dem Eingang zwei Sekretärinnen, denen ich das erklärt habe und auch, da ich früher da bin und so, und die haben mir dann gesagt, da ich mich da einfach hinsetzen soll und erstmal warten soll, da die mich da, also die, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Die mich da halt, die mir da zugehört haben für das Vorstellungsgespräch, dass sie gerade momentan essen sind und deswegen leider noch nicht die Zeit für mich haben und ich erstmal warten muss. Was ich, um ehrlich zu sein, gar nicht schlimm fand. Ich hätte es eher schlimm gefunden, hätte ich da an irgendeiner Tür geklopft und dann hätte ich gesehen, dass da noch ein anderer sitzt, der gerade sein Vorstellungsgespräch macht und ich wäre da voll reingeplatzt, so. Das wäre nämlich echt nicht cool gewesen, so. Und ja, dann habe ich mich da hingesetzt, habe gewartet und ich muss wirklich sagen, das waren fucking nochmal die längsten 25 Minuten, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Also wirklich, das hat sich so nach einer Ewigkeit angefühlt, zumal ich ja ein bisschen nervös war, muss ich zugeben. So aufgeregt war ich eigentlich gar nicht, aber irgendwie, als ich dann da in dem Raum saß, kam das alles so mit einmal und habe mir jegliche Frage gestellt, die ich mir irgendwie in irgendeiner Weise stellen könnte. Aber ich habe erst gedacht, dass zwei Leute mich verhören, in Anführungszeichen, dort mit mir quatschen und das Vorstellungsgespräch mit mir abhalten. Aber tatsächlich war das dann nur einer. In der E-Mail standen eigentlich auch, dass es zwei sind, eine Frau und ein Mann, aber es war doch nur einer. War ich sehr zufrieden mit, denn der Typ kam rein und ich habe direkt gesehen, das wird harmonieren. Wisst ihr, wie ich meine? Das, ich weiß nicht, das sieht man immer so direkt, ob das harmonieren wird oder nicht, wenn man so miteinander quatscht und so. Und bei dem wusste ich direkt, yo, da kann nichts falsch laufen, weil das wird harmonieren. Er kam rein, hat mich so ein bisschen gefragt, hat so gefragt, ja, erzähl mal was über dich. Habe ich so ein paar bisschen über meine Hobbys erzählt, habe ihm so ein bisschen erzählt, was ich in meiner Freizeit mache, alles drum und dran. Dann hat er erstmal ein bisschen was über die Firma erklärt. Er hat immer schon so geredet, keine Ahnung warum, er hat immer schon so geredet, als würde nicht
ich um den Bewerbungsplatz oder um den Ausbildungsplatz kämpfen, in Anführungszeichen, sondern als würde er wollen, dass ich dort anfange. Und er hat zum Beispiel auch immer so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, er hat so richtig geredet, als, wie kann man das sagen? Er hat mir versucht, den Job attraktiv zu machen, wisst ihr, wie ich meine? Weil ihr wisst ja, ich zeichne in meiner Freizeit viel, habe ich ja jetzt schon ganz oft erzählt und kann ich jetzt hier noch höher machen, ja. Und hatte tatsächlich auch da meine Zeichnungen natürlich im Ausdruck dabei und halt einmal im Original. Und die hat er sich angeguckt und er meinte so, wow, Alter, heftig, und hat richtig davon geschwärmt, also wirklich geschwärmt, und meinte dann zum Beispiel auch so, dass in dem Beruf, ich mache ja Mediengestalter digital und Print, und dass es dort halt hauptsächlich darum geht, dass man Sachen verschönert, beziehungsweise bearbeitet, dass sie besser aussehen und nicht selber Sachen kreiert, was mir ja von vornherein auch klar war, wo ich dann gesagt habe, dass es doch überhaupt gar kein Problem ist. Und dann hat er mich auch immer gefragt, ja, sicher, dass du dich dann hier siehst und so, und ich so, ja, natürlich, ist ja kein Problem. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, wann ich denn anfangen könnte, dort meine Ausbildung zu machen. Habe ich ihm gesagt, 1.8. oder 1.9., weil ich habe ja so Ende Juni habe ich circa Schul vorbei, also dann ist Schule aus, Alter, bin ich endlich raus, nach 10 Jahren Qual bin ich da endlich dann raus. Und ab da an oder ab einem Monat später würde ich dann halt da anfangen. Und das hat er mich tatsächlich richtig oft gefragt und hat schon so davon geredet, wo er mich einplanen würde, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin und wo ich gut reinpassen würde, weil das ist so ein relativ großes Unternehmen, hat auch ganz viele Unterunternehmen und alles klar, danke Elytra fürs Aufklappen. Und daher hat er halt relativ viele Möglichkeiten, mich irgendwo einzusetzen. Und das war richtig heftig und wir haben einfach miteinander harmoniert, wisst ihr, wie ich meine? Wir haben das alles, also das hat einfach gepasst. Man kann es einfach anders beschreiben, es ist einfach perfekt verlaufen, besser hätte es eigentlich nicht verlaufen können. Ja, und nachdem wir dann da ein bisschen gesessen haben, uns ein bisschen ausgetauscht haben und er mir was von seiner Firma erzählt hat, beziehungsweise von der, wo er arbeitet, und ich ihm ein bisschen was von mir erzählt habe, bla bla bla, so ein bisschen Smalltalk auch noch gehalten, hat er mir seine E-Mail gegeben und meinte, dass ich mich melden soll und ihm sagen soll, wann ich denn 2 Tage Probearbeiten kommen könnte. Und dann hat er immer richtig betont, nicht damit sie gucken können, wie ich arbeite, sondern damit ich gucken kann, ob ich in die Firma passe, ob das wirklich was für mich ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine Taktik, dass er einfach so versuchen will, damit die Firma attraktiv zu machen, dass ich merke, yo, die wollen mich in Anführungszeichen, obwohl es eigentlich gar nicht so ist. Und ich will hoch. Aber er hat immer so geredet, als würde er wollen, dass ich eine gute Ausbildung finde und ich sie nicht zwingend da machen müsste, aber er sich freuen würde, würde ich sie da absolvieren. Und das war so für mich so ein Punkt, wo ich wusste, yo, es sieht nicht schlecht aus, aber es ist auch noch nicht das Nonplusultra. So, das Nonplusultra wäre gewesen, hätte er gesagt, yo, hier, ich will dich zum Auszubildenden, wann kannst du anfangen, wann kannst du herkommen, um den Ausbildungsvertrag zu unterschreiben, Punkt. Wisst ihr, das ist noch nicht passiert, aber ich denke mal, spätestens nach dem Probearbeiten müsste das alles funktionieren. Trotzdem, auch wenn es ein relativ fester Platz ist, den ich jetzt habe, ist ja immer nicht zu 100% sicher, weiß man ja mittlerweile, muss man wirklich einfach sagen, dass ich trotzdem weitersuche. Ich trotzdem gucke, dass ich mehrere Firmen zur Auswahl habe. Das wäre natürlich das Nonplusultra, wenn ich in 2-3 Monaten sagen kann, yo, welche Firma nehme ich? Nehme ich lieber die, die oder die, wo ich hingehen könnte, wenn ich wollte. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass die Firma, wo ich jetzt das Vorstellungsgespräch hatte, die ist von mir zu Hause, also von meiner Bahnstation hier, von meiner S-Bahn-Station, eigentlich von der Entfernung her, das ist einfach das Beste, was passieren könnte. Also ich muss, glaube ich, 7 oder 8 Stationen mit S-Bahn fahren, aussteigen, 6 Minuten laufen und bin da. So, das ist halt einfach der Hammer, Junge. Das ist einfach fett. Und mal gucken, vielleicht wird's was. Vielleicht gehe ich doch woanders hin. Wenn ich auch Vorstellungsgespräche habe, berichte ich euch. Und falls ihr Fragen habt, weil ich muss euch ehrlicherweise gestehen, ich war so nervös. Es war dieses richtig einfach, oh, das kann man nicht beschreiben, wie nervös man dann ist. Wie kann man sagen? Das war Angst, aber auch teils einfach nur Angst vor unangenehmen Situationen und ein ganz anderes Gefühl zusammen. Und dann, was du immer, in so einer Situation muss ich immer richtig viel gähnen, falls manche von euch das kennen. Ich muss da immer richtig gähnen einfach. Und oh, hallo, der verkauft, oh mein Gott, ich brauche Emeralds. Wir brauchen ganz viel Schwarzpulver und da muss ich das nicht farmen, dann hole ich das jetzt einfach mit Emeralds, weil wir haben haufenweise an Emeralds. Hier müsste er irgendwo sein. So, und jetzt gib mir mal bitte Zuckerrohr. Zuckerrohr, Schwarzpulver, geht der jetzt, kann man den, ernsthaft? Hätte mir jetzt gerade 8 Schwarzpulver gegeben. Ich dachte, der kann mir hier richtig krass was traden. Aber nee, ich war, wie gesagt, ich war sehr aufgeregt, muss ich sagen. Also wirklich, ich war richtig, richtig aufgeregt vorher. Aber das Gute ist, was ich auch selbst richtig an mir schätze, ich kann die Aufregung oft runterschlucken und bin trotzdem oder komme trotzdem sehr gelassen und entspannt rüber. Achso, Leute, falls ihr euch fragt, was ich hier mache, ich plane gerade schon mal,
wie wir das hier machen mit dem Tor, dass wir hier weitermachen können oder weiter ausheben können. Und ich muss nochmal ganz genau gucken, weil ich habe richtig Angst, dass ich die zwei Blöcke verkacke, weil wenn hier nur einmal ein Dreierblock ist oder ein Einerblock, dann ist die komplette Planung für alles einfach versaut. Einfach komplett im Arsch. Ja, nee, es müsste aber theoretisch passen. Also ich habe es jetzt nochmal durchgegangen und es müsste eigentlich passen. Was ich auch definitiv jedem da draußen nochmal raten kann, ist, dass ihr euch vor dem, also mir hat es zumindest übelst geholfen, ihr müsst euch vor dem Vorstellungsgespräch einfach denken, yo, das Einzige, was jetzt Schlimmes passieren kann, ist, dass sie mich nicht nehmen und ich woanders meine Ausbildung finde oder meinen Ausbildungsplatz finde und dort dann anfange und die mich da halt hochkant rausschmeißen, weil ich irgendwas Unangenehmes gemacht habe, was ich hätte nicht machen dürfen. So, dann wäre es halt so, dann wäre es für die Erfahrung gewesen, wisst ihr, dann wisst ihr, was ihr beim nächsten Mal anders machen müsst. Und dann wisst ihr wenigstens oder habt zumindest schon mal so eine Hinsicht darauf. Aber wenn ihr da hingeht und sagt, jo, das ist das Einzige, was ich jemals an Forschungsgesprächen haben werde und ich muss das durchziehen, dann ist ja klar, dass ihr euch komplett stresst. Und ihr auch da komplett nervös ankommt. Und glaubt mir, bei einem Forschungsgespräch da nervös rüberzukommen, ist einfach das Schlimmste, was passieren kann. So, Leute, so sieht dann erstmal die momentane Planung aus. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt nach einer kleinen Timelapse wieder. Denn ich habe jetzt auch ganz viel Zeit, also wirklich, ich habe noch richtig, richtig viel Zeit und würde sagen, in der Zeit baue ich hier alles mal ein bisschen aus, baue hier alles genauer, haue hier schon mal ein bisschen was weg und wir sehen uns danach wieder. Bis gleich und viel Spaß mit der Timelapse. Das war's dann wohl schon wieder mit der Timelapse. Nee, das Problem ist gerade, dass unser Beacon hier, unser L2-Beacon, leider dort hinten nicht mehr funktioniert. Heißt, wir müssen uns zwar ein paar Eisenblöcke schnappen und da unten nochmal eine neue Pyramide bauen, dass wir in den 80x80-Block-Umfang kommen. Dauert, denke ich, echt ein ganzes Stück, Alter. Das wird wirklich lange dauern. Und nein, ich sterbe. Doch nicht. Okay, die Luft hat mich gerettet. Erkennt er? Ja, jetzt erkennt er alles. Super. Eile, Eile 2, Häkchen. Und dann sind wir jetzt wieder mit Eile 2 hier überall ausgestattet. Top. Ah, ja, ich komme irgendwie hier raus auf jeden Fall. Hopp. Und nein. Ah, super. Ja, wir sind wieder draußen. Heißt, Leute, jetzt kann ich wirklich sagen, wir sehen uns gleich nach einer Timelapse wieder. Ich hebe das jetzt hier alles aus. Und ich würde sagen, ja, viel Spaß mit der Timelapse, Leute. Bis gleich. All these back and forth emotions, I don't think that we'll get it. But when the sky is full of fire and this earth is in peril, you're the only girl I'll follow to the edge of the world. Wanna walk to the edge of the earth, scream your name. I could fuck with you for eternity. Nach circa einer Dreiviertelstunde sehen wir uns dann wieder. Ihr habt es wahrscheinlich in der Timelapse schon gesehen. Ich entschuldige mich erstmal für jeden, den es so getriggert hat, dass da überall diese Blöcke in der Luft geschwebt sind. Das lag einfach daran, dass es Bugblöcke waren, die ich halt nicht sehen kann in dem Augenblick. Und deswegen sind die da in der Luft rumgehangen wie sonst was. Konnte ich in dem Moment nicht erinnern. Ich habe sie jetzt hier schon abgebaut. Also da braucht ihr euch keine Sorgen mehr machen. Und vielleicht habt ihr es im Replay auch gesehen. Wir haben hier unsere Mine, die wir ja schon ausgeleuchtet und erkundet haben. Unsere Mine, unsere Schlucht. Finde ich sehr gut, denn diese Schlucht kann man so wundergeil in das Design später mit einbauen, in das Raumdesign, was wir dann hier reinbauen werden. Wir haben ca. 4 bis 5 Schalterkisten, glaube ich, voll mit ganz vielem Stein, Andesit, Diorit, alles drum und dran hier. Das hier ist voll. Dann habe ich in meinem Inventar noch welche, die voll sind. Hier, die sind voll. Guck mal, wir können hier einmal so nebeneinander auflisten, damit ihr seht, was hier jetzt rausgekommen ist an Stuff. Hier, die Schalterkisten sind im Prinzip alle semi-voll und 2 sind noch leer geblieben. Ist aber, denke ich, auch gut so, denn wir haben hier wirklich, also es ist ja wirklich noch, es ist wirklich noch verdammt, verdammt viel. Aber dafür kann ich mir umso fetter das Endergebnis vorstellen. Allein, wenn ihr euch jetzt gebt, wenn man hier lang geht, dass hier dann alles zu ist oder da halt Glas oder sowas ist und die hier runter guckt und einfach das Ganze sich bis nach ganz unten hinzieht. Wie heftig das wird, Alter, da bin ich richtig hyped drauf. So, na, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es wie gefallen. Ich hoffe mal, es ist nicht allzu lang geworden jetzt noch mit der Timelapse und allem. Aber ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde. So.